Hallo zu meinem heutigen Video. Heute geht es mal um Linux, ganz besonders eben Linux Ubuntu und Spiele. Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass unter Ubuntu es auch durchaus möglich ist, Spiele zu spielen. Allerdings nicht die neuesten Kracher-Games, also die jetzt gerade eben so aktuell sind, das geht jetzt so unter Ubuntu nicht. Aber man kann durchaus spielen. Ich habe hier eben Steam installiert. Steam installiert ihr bei Ubuntu eigentlich über Ubuntu Software Center. Ich kann es euch mal zeigen. Gebe mal Steam ein. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es hier schon installiert. Danach tut ihr euch ganz normal mit eurem Account hier anmelden. Und ja, ich werde hier jetzt meins mal öffnen. So, und wenn ihr unter Linux geht, dann könnt ihr sehen, dass es hier schon einige Linux-Spiele gibt, die ihr hier kaufen könnt. Die fangen bei 2 bis 3 Euro an und bis zu 20 Euro. Hin und wieder sind auch wirklich gute dabei, also Spiele, die eigentlich schon ja auch rund von der Windows-Welt bekannt sind. Ja, ich kann mal hier eins auf eins klicken. Von der Grafik her kann man sich auch Videos anschauen oder eben Bilder. Und hier seht ihr die Preise. Das sind jetzt mal ein eher teures gewesen. Es gibt auch Spiele, die kosten zwischen 2 und 3 Euro. Und unter Ubuntu Software Center gibt es natürlich noch einen Haufen andere Spiele, die kosten dann gar nichts. Aber hier habt ihr auch mal wirklich Spiele, die ein bisschen von der Grafik her auch was hergeben. Und ja, wenn ihr dann hier, ich gehe mal hier raus, wenn ihr dann ja so Spiele habt von früher noch, wie Counter-Strike, wie ich jetzt hatte, die jetzt auch durchaus laufen, oder Half-Life, Counter-Strike Zero, ja, die ganzen anderen Games, die laufen hier alle auch unter Ubuntu Linux. Ihr müsst halt, ja, Systemanforderungen sind Ubuntu ab 12.04 und danach laufen diese Games auch sehr flüssig. Ich habe jetzt hier ein Notebook mit der Intel HD 4000 Grafikkarte. Das ist so eine Onboard-Grafikkarte. Mit der laufen die ganzen Spiele hier, da sie ja auch schon älter sind. Ich kann natürlich hier auch mal ein Spiel starten, aber ich denke, das glaubt ihr mir, dass die auch unter Ubuntu laufen, also ohne irgendwelche Windows-Emulationsprogramme laufen diese Spiele hier direkt. Ich kann hier eben Optionen, kann hier dann irgendwelche Einstellungen noch treffen und kann mir hier noch einen Namen geben, ja, und loslegen. Das werde ich jetzt natürlich nicht tun. Ihr sollt nur sehen, dass es durchaus geht. Wenn natürlich welche Videos dazu verlangt werden, kann ich auch explizit Videos dazu vorbereiten. So, das war mal einfach nur so von mir eine Information für die Gamer unter euch, die denken, dass es unter Linux gar nicht möglich ist zu spielen. Das stimmt nicht. Und es erwarten uns jetzt auch demnächst ganz gute, also ganz ziemlich aktuelle Kracher auf Linux, und ich denke, in ein paar Jahren wird Linux mindestens genauso aktuelle Spiele bieten können auf Linux-Betriebssystemen wie Mac OS oder ja, vielleicht auch irgendwann wie Windows. Ich hoffe, das Video war informativ. Wir sehen uns. Bis dann.